had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Your sweetness could reach everyone, there'd be no wars. Thank you.
been low. I've been chasing all the things I never had before. All the way down by the river, I found a place where I can drown the old you. And when you look on the horizon, what you see is what you get. A sparkling of diamond and the southern sunset. Oh, oh, I didn't know what I was doing wrong. All the things I'd go. Strong, just keep going and carry on. I've been down. I've been taking chances that I never took before. All the way up on the highest mountain, I found a place where I can drop the old you. And when you look on the horizon, what you see is what you get. A sparkle and a diamond and the sudden sunset. Oh, oh, oh. Hey, you open this up, hey? Just let go and carry on. Pasta. Hallo liebe Videofreunde, Urlaub ist zu Ende. Ja, ich sitze hier am Eingang des Wohnmobiles und Michael ist am Bezahlen. Ja, und dann geht es Richtung Heimat. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie weit wir heute kommen, ob wir ganz durchfahren oder nochmal einen Zwischenstopp im Schlupfloch machen beim Herrn Bayerlein. Das werden wir sehen, da waren wir letztes Jahr, wo wir von Oberstdorf zurückgefahren sind auch, das war sehr nett und vielleicht machen wir da nochmal eine Zwischenstation. Ja, gestern haben wir nochmal einen wunderbaren Tag gehabt, wir waren am Großglockner, wir sind nicht zum Kitzsteinhorn hoch, sondern sind zum Großglockner gefahren. An dem Tag, als wir hier angekommen sind, da war die Franz-Josef-Hütte oben gesperrt, da durften wir nicht hochfahren und deswegen haben wir uns entschieden, gestern nochmal dorthin zu fahren. War die richtige Entscheidung. Es war ein mega cooles Wetter und wir hatten einen wunderschönen Tag gehabt gestern. Das war ganz toll. Abends waren wir nochmal hier in Kaprun im Pavillon. Das ist in der Mitte des Ortes ja so eine Après-Ski-Bar, die im Sommer halt, auch so eine Bar ist. Im Winter wird hier kräftig gefeiert und wir haben dort schon sehr viel Geld gelassen im Winter, als wir früher mal hier zum Skifahren waren und ich habe auch mit meiner Freundin dort schon wunderbare Zeiten verlebt und ja, wir sind da gestern Abend hin und haben erstmal gestaunt, es hat sich sehr viel verändert, es wurde modernisiert und mittlerweile macht das der Sohn von den Inhabern sehr, sehr nett, sehr toll. Solltet ihr in der Nähe sein, besucht die Pavillon Bar mal, also es ist wirklich schön dort zu sitzen und leckere Getränke, Cocktails und ja, wir haben heute gut geschlafen und ein bisschen Tränensäcke. Aber es war ein schöner Abschluss von dem Urlaub und von dem Abend gestern, ganz toll. So, und jetzt geht es los. Michael war bezahlen und jetzt geht es Richtung Heimat. Vielen Dank, dass ihr uns zugesehen habt. Ganz lieben Dank für eure tollen Kommentare und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Zum Fazit von diesem Urlaub, Kroatien, Slowenien und auch noch Österreich. Also, liebe Videofreunde, macht's gut.
tschüss und bis bald. Michael ist leider jetzt nicht dabei. Der ist jetzt einfach mal noch bezahlen und macht hier Erledigungen. Ihr müsst jetzt mal nur mit mir vorlieb nehmen. Just let go and carry on. Just let go and carry on. I didn't know what I was doing wrong, all the things I'd going on. Oh, 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 I didn't know it could be that strong, just let go and carry on. Oh, oh, I didn't know what I was doing wrong, all the things I'd going on.